Wie die Maßnahmen wirken. Die Landesregierung in Schwerin gibt unerwartet schnell jetzt die Öffnung für die Tourismusbranche bekannt. Nach mehreren Protestaktionen von Gastronomen und Hoteliers überschlagen sich die Statements nahezu. Bereits ab kommenden Sonnabend, den 9. Mai, können Gastronomen unter Auflagen wieder öffnen. Ab 18. Mai dann öffnen auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, allerdings nur für Gäste aus unserem Land. Dabei gilt eine Auslastung von 60% als Maximum. Ab Pfingsten sollen Urlauber aus ganz Deutschland wieder empfangen werden. Aber gibt's denn überhaupt noch aktuelle Buchungen? Wir fragen in Hotels in der Hansestadt Wismar nach. Wir hatten natürlich sehr gute Auslastung gehabt vor den Corona-Zeiten. Und die Auslastung bzw. die Buchungen, ob tatsächlich stattfinden wird, wissen wir noch gar nicht. Also tatsächlich ist es so, dass alles, was wir an Buchungen hatten, eigentlich den kompletten Sommer weggebrochen ist. Alle Reisegruppen, alle ausländischen Gäste, alle Veranstalter haben natürlich alle ihre Kontingente, ihre Zimmer komplett rausstorniert. Auch der Gast, der die Möglichkeit hatte zu stornieren, hat das natürlich in der Regel getan, sodass die Bücher leer sind. Das kann man so sagen. Und wir fangen jetzt eigentlich von vorne an. Also wir fangen jetzt an und hoffen, dass der Gast reiselustig ist und sagt, jawohl, nach Wismar wollen wir kommen. Schaffen Sie es, den Abstand im Gastronomiebereich für die Gäste einzuhalten? Entstehen Ihnen dadurch Kosten, mal ganz abgesehen von dem Verlust der Sitzplätze? Also erstmal sind wir natürlich erleichtert, dass es endlich wieder losgeht. Und was es bringen wird, sehen wir im Nachhinein. Aber irgendwann müssen wir jetzt erstmal wieder starten. Und 8 Wochen ist eine lange Zeit. Und wir sind froh, jetzt irgendwie einen Lichtblick zu haben und wieder anfangen zu dürfen. Das ist so erstmal das Erste. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass sie uns jetzt gleich überrennen, unsere lieben Gäste. Selbstverständlich, da entsteht auf uns nicht nur Kosten, auf dem verlorene Räume, verlorene Personalumstellung und. Das ist natürlich für uns nicht nur kostenmäßig Nachteile bringt, aber Vordergrund geht darum, was wir unsere Mitarbeiter schützen können und Gäste darauf einstellen können, dass Hygienevorschriften eingehalten wird. Ja, von den Kosten her ist es natürlich so, wir mussten natürlich jetzt schon ganz schöne Vorleistung gehen. Das haben wir natürlich tatsächlich jetzt vorher schon gemacht, vorbereitend als Maßnahme. Und das kommt uns jetzt zugute, dass wir dann auch pünktlich jetzt schon am 9. dann starten können und eigentlich bereit sind. Egal ob Plexiglasschutz an unserer Rezeption, Mundmasken für die Mitarbeiter, Desinfektion, Abstandsstreifen, das ist alles schon besorgt und wird jetzt eben dann bis Samstag so weit vorbereitet, dass wir bereit sind. Die Auslastung von nur 60% der Betten. Rechnet sich das für ein Hotel und ist das auch noch kalkulierbar fürs Unternehmen? Ich denke, das ist einfach eine Startauslastung. Das ist jetzt nichts, was fürs ganze Jahr gelten wird. Ich denke, das ist der richtige Weg persönlich, dass wir alle mal schauen, wie kriegen wir die Abstandsregeln eingehalten, wie kriegen wir das mit dem Frühstück hin, mit den Check-ins, dann da schon auf einiges zu achten, dass eben auch im laufenden Betrieb und nicht nur, wenn dann ein Gast plötzlich auftaucht, sich an alles gehalten werden kann. Deswegen, ich denke, es ist ein guter Einstieg und ich bin da guter Hoffnung, dass, wenn wir das gut hinbekommen, sicherlich dann vielleicht auch Lockerungen auf uns warten nach 3-4 Wochen. Die brauchen wir dann aber auch. Wenn wir in die volle Hauptsaison nachher gehen, dann müssen wir über andere Sachen sprechen, über andere prozentuale Auslastung. Aber als Beginn sind wir da sehr dankbar, dass es 60% sind und nicht weniger. Es gab da auch Gespräche, dass es noch viel weniger hätte sein dürfen. Ja, mit dem 60% ist natürlich sind wir überhaupt nicht einverstanden, weil ich weiß nicht, wer das überhaupt zum Spiel gebracht hat. 60% ist, deutsch gesagt, kein Fisch, kein Fleisch. Aber in der Hotellerie in der Regel beginnt das, die Gewinnzone beginnt eigentlich ab 60%. Was darunter ist, beziehungsweise ab 60% selber, das nicht nur für Mitarbeiter weniger Arbeit bedeutet und für die Hotellerie überhaupt keine, wenn die alle Hygienemaßnahmen und Abstandregeln berücksichtigen würden, hätten wir sowieso 60% von einem Hotel belegen können. Und dann zusätzlich nochmal 60% draufgesetzt wurde, wir dürfen maximal 60% Gäste empfangen. Das ist natürlich Grunde genommen tödlich für uns. Wir machen keinen Gewinn, aber wir sind trotzdem froh, dass geöffnet wird. Die geringen Infektionszahlen machen es möglich, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Wirtschaftsminister Harry Glawe sieht mit der Öffnung des Landes die Nagelprobe für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern.
Es geht ihm um die Arbeitsplätze in der Branche, wie für alle Zulieferer drumherum, also auch Boots- oder Strandkorbvermieter oder Fahrradverleiher. Eigentlich hätte erst morgen in der Kanzlerrunde mit den Ministerpräsidenten über ein bundeseinheitliches Vorgehen für den Tourismus beraten werden sollen. Schwerin ist schon mal vorgeprescht.